Herzlich willkommen bei Mika Caravan bei uns auf dem Kanal aus Dinkelsbühl. Heute möchte ich ein etwas anderes Video machen, mal kein Technikvideo, sondern einfach nur Danke sagen. Danke, für, dass ihr alle meine Videos anguckt und so rege euch auch an den Kommentaren beteiligt und das Interesse mir schenkt. Eure Aufmerksamkeit mir schenkt und eben diese Videos auch anschaut, was für mich ja immer wieder die Bestätigung ist, dass ich dann natürlich auch weitermache und euch noch weitere Videos zeige und dass euch das Thema auch immer wieder neu interessiert. Auch Dankeschön für das Vertrauen, was ihr in uns gesetzt habt, für viele, die schon bei uns waren, die schon bei uns einiges umbauen haben lassen, einiges tun haben lassen und schon Termine bei uns gemacht haben. Und auch dafür ganz, ganz lieben Dank, weil heutzutage ist natürlich alles nicht selbstverständlich. Und wir versuchen immer unser Bestes zu geben. Und dadurch haben wir auch uns mittlerweile einen guten Namen erarbeiten dürfen. Und ich bin da richtig glücklich drüber. Und ihr macht es natürlich möglich und dafür jedenfalls ganz, ganz, ganz lieben Dank. Wir haben Weihnachten. Es ist auch bei uns jetzt endlich soweit. Heute ist der 23. Jetzt haben wir abends kurz vor 6. Ich mache jetzt noch ein paar E-Mails und werde dann auch langsam hier die Tür umdrehen, also sprich das Schloss umdrehen. Die Werkstatt ist gebienert und geputzt und alles aufgeräumt. Die Jungs sind schon in Ferien. Auch wir machen jetzt mal ein paar Tage nichts. Ich werde zwischen den Tagen vielleicht mal reingucken. Wir haben ein paar Autos dastehen über Weihnachten, wo wir machen dürfen. Und zweiten, da geht es los mit der Zählerei. Inventur steht ins Haus an, muss man auch immer wieder machen. Die machen wir dann immer gleich am 2. Und offiziell sind wir dann ab dem 9. wieder da. Und dann geht es hier wieder richtig zur Sache und wieder richtig rund. Wir versuchen natürlich, alles abzuarbeiten. Drum seht es uns nach, dass jetzt bis zum 9. E-Mails relativ wenig beantwortet werden, weil wir natürlich gucken müssen, jetzt ist erst einmal Ferienzeit oder Urlaubszeit, Weihnachtszeit. Dann müssen wir gucken, dass die Inventur läuft und dass wir das machen, ein paar Tage frei machen. Also da bitte ein bisschen Nachsicht haben, dass wir das aktuell nicht so umsetzen können, weil auch wir natürlich ein paar Tage zu haben. Aber auf alle Fälle wünsche ich euch allen da draußen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Genießt es mit euren Familien, lasst es euch gut gehen, lasst euch reich beschenken und wenn es auch nur an Liebe und an Herzlichkeit ist, jedenfalls lasst es euch gut gehen. Versuchen wir alle ein bisschen runterzukommen und einfach so ein bisschen sich die Zeit nehmen, um einfach für sich so ein bisschen was Gutes tun können und da einfach ein bisschen Spaß haben dabei. Ich hoffe, viele von euch werden auch Urlaub haben oder ein paar Tage frei haben. Einige müssen natürlich auch immer arbeiten. Es gibt sogar welche, die müssen auf Feiertags arbeiten und sonntags und Heiligabend und Silvester. Aber auch dafür ganz lieben Dank, weil meistens sind es Jobs wie Feuerwehr, Polizei und so weiter, die man natürlich immer braucht. Aber die meisten haben ja doch vielleicht ein paar Tage frei und ihr könnt mit euren Familien ein schönes Weihnachtsfest verbringen. Und das wäre natürlich richtig, richtig toll. Dafür jedenfalls für euch alles Gute und ein wunderschönes Weihnachtsfest. Dann einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut hinein. Ich glaube nicht, dass ich ein Video zwischendrin mache. Mal gucken, ob ich da was schaffe. Weiß ich noch nicht ganz genau. Jedenfalls, falls nicht, schon mal vorab einen guten Rutsch, ein gesundes neues Jahr. Viel Glück, viel Reichtum und vor allen Dingen das Allerwichtigste, ganz viel Gesundheit.
Das ist immer wieder das allerwichtigste Gut, was man haben kann, um dass man ein wunderschönes 2023 erleben dürfen, in voller Energie, mit voller Energie und Kraft, ein schönes Camperjahr, um wieder gute Urlaube zu erleben, schöne Momente in unseren Fahrzeugen zu erleben. Und darauf freuen wir uns alle schon wieder richtig stark. Das war es eigentlich schon, was ich euch sagen wollte. Vielleicht noch eine Kleinigkeit, was ich mir persönlich wünschen würde. Das sind so Kleinigkeiten, wenn auch hier unter den Kollegen, die ich auch übrigens ganz herzlich grüße, WCS in Koch ganz herzlich grüße, genauso wie in Julian ganz herzlich grüße und GNS und GNSTV und wie sie alle heißen. Auch da wünsche ich ein wunderschönes Fest, schöne ruhige Tage und lasst es euch gut gehen. Wir haben es uns alle, glaube ich, ein bisschen verdient und ihr euch natürlich auch als Zuschauer. Und was ich mir so ein bisschen wünschen würde, wenn so in den Kanälen manchmal das ein oder andere mal ein bisschen, mal aufgehört wird, immer auf andere zu gucken. Guckt doch auf euch selber, macht eure Arbeit, guckt auf euch selber, zeigt, was ihr zeigen wollt und wir zeigen das, was wir zeigen wollen und alles ist gut. Und da muss man nicht ständig rumdiskutieren und rumdönsen und drauf schimpfen, wenn man als, sage jetzt mal, anerkannte Werkstatt auch andere Kunden sensibilisieren will und mitnehmen will für irgendwas. Und da muss man auch nicht Drohungen aussprechen, so von wegen, wenn er nicht mal Ruhe lasst, dann wird er mich alle kennenlernen und tralala, alles Bullshit, alles Quatsch, so ein Scheiß. Macht eure Arbeit, ich mache meine Arbeit und ich glaube, das ist das Allerbeste, was man tun kann. Und dann ist jeder glücklich und zufrieden. Und dann geht auch das 2023 für uns alle glimpflich aus. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Und auf die ganzen tollen Kunden und was da wieder alles an Herausforderungen ansteht. Auch freue ich mich natürlich wieder auf unser Camper-Treffen. Das wird auch wieder stattfinden, 2023. Ich werde schon mal so viel sagen, es wird wieder auf den Vatertag fallen. Es wird im Mai sein. Und genaues Datum gebe ich euch natürlich noch bekannt und die ganzen Rahmenbedingungen. Aber da wird es auf alle Fälle wieder stattfinden in der gewohnten Gegend, in der gewohnten Größe, in der gewohnten Location hier vor Ort. Und wir werden wieder richtig Spaß haben und richtig Party machen. Also, jetzt ist Schluss von mir. Ich wünsche euch schöne Weihnachtszeit. Lasst es euch gut gehen. Freut euch an gutem Essen und guter, gemütlichen Zweisamkeit oder zusammen mit der Familie, wie auch immer. Und bleibt mal gesund und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und ich sage immer wieder ganz lieben Dank an euch alle da draußen. Bleibt's, wie ihr seid. Alles top. Und ja, ein Like, wie immer, freue ich mich natürlich, genauso wie über ein Abo von euch. Und ich sage jetzt einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Video. Euer Micha. Ciao, ciao.